Und jetzt haben wir noch einen Koch aus Leidenschaft für Sie, Lorenzo Patané. Vielen bekannt aus der ARD-Telenovela Sturm der Liebe. Im Fürstenhof verwöhnt er als Sternekoch Robert Saalfeld die Gaumen der Gäste. Und auch privat steht Lorenzo Patané gern am Herd. Ein dreigängiges Menü setzt Lorenzo Patané heute auf die Speisekarte seines Restaurants in Stuttgart. Und jetzt gehen wir in das Reich der Töpfe und Pfannen. In seiner mediterranen Küche legt der Italiener zunächst mit der Hauptspeise los. Natürlich gibt es handgemachte Pasta, Ravioli mit einer Füllung aus gekochtem, püriertem und gewürztem Kürbis. Der 33-Jährige ist als Sohn sizilianischer Einwanderer in der Gastronomie groß geworden. So hat er schon als Bambino kochen gelernt. Irgendwann mal gab es diesen Knackpunkt, wo ich immer essen wollte und Mutter oder Vater keine Zeit hatten und gesagt haben, so jetzt reicht's, jetzt macht ihr selber was zu essen. In einem sehr liebevoll strengen sizilianischen Ton natürlich. Und mir einfach ein Topf hingestellt worden ist, ein bisschen Butter, ein bisschen Salbei, Parmesan. Und ich dann angefangen habe sozusagen meine eigene kleine Chemiebaukasten aus Töpfen und Pfannen bestehend aufzubauen. Und meine ersten Gehversuche da unternommen habe. Die erste Pasta hat übrigens schrecklich geschmeckt. Die war versalzen, das hat Lorenzo Patané aber nur motiviert, seine kulinarischen Künste stetig zu verbessern. Immer mit Rat und Tat an seiner Seite Mama Maria. So ist sie nun auch die Küchenchefin des Restaurants Bella Italia Weine, das ihr Sohn vor 2,5 Jahren als Geschäftsführer eröffnet hat. Ihre leckeren Rezepte sind alle so einfach umzusetzen wie die Walnusssoße für die Ravioli. Wir haben hier frische Walnüsse, schon geschält, klar. Die haben wir gemahlen mit ein bisschen Butter. So, ich würde sagen 80 bis 100 Gramm, sowas, bei 4 Personen. Ne? Ein Schuss Grappa, Salz, Pfeffer, das war's. Schön mahlen, dann in die Pfanne und dann als Bindemittel ein bisschen von dem Wasser der Pasta nehmen, weil da ist ja schon ein bisschen dieses abgelöste Hartweizengrieß dabei und das dient als Bindemittel. Zeit für die sizilianische Vorspeise. Panierte Jakobsmuscheln auf karamellisierten Orangen. Lorenzo Patané genießt es, heute am Herd nochmal richtig Rabatz machen zu können. Denn bald kehrt der Schauspieler zum Set der Serie Sturm der Liebe zurück. Als Sternekoch Robert Saalfeld darf er da zwar auch in der Küche stehen, aber nicht wirklich kochen. Dass er nach 2 Jahren wieder dreht, ist vor allem der hartnäckigen Zuneigung seines Serienvaters zu verdanken. Dirk Galuba rief mich in meiner drehabwesenden Zeit auch gerne mal samstagmorgens um 9 oder 8.30 Uhr an. Sohn, was machst du? Steh auf! Los jetzt! Ein Schauspieler muss Castings besorgen, Interviews geben. Los, mach dich sauber, rasier dich! Auch wenn Lorenzo Patané sich auf seine Serienkollegen freut, wird er beim täglichen Catering die mediterranen Köstlichkeiten seiner Mama schrecklich vermissen. Wie die heutige Nachspeise. Törtchen aus geschmolzener Schokolade, Butter, Mehl, Zucker und Eiern. In den Ofen 7 Minuten. Es härtet sozusagen die Schokokruste von außen ab. Und bevor sie zum Kern vordringen kann, nehmen wir es schon wieder raus. Das heißt, der Kern ist noch eine flüssige Schokomasse. Und außenrum haben wir schon das kleine Schokoküchlein als Burg. Als Trutzburg außen herum. Prego. Wer das Rezept für das italienische Menü à la Lorenzo Patané haben möchte, kann in seinem Restaurant einen Kochkurs besuchen oder einfach auf unserer Homepage vorbeischauen. Oh, lecker. Das war's von uns. Wir sagen danke fürs Einschalten und fürs Mitessen und auf Wiedersehen bis morgen. Wie immer, 17.15 Uhr ist Brisantzeit im Ersten.